Jetzt sind wir hier in einem ganz spannenden Teil der Eröffnung Welcome im Glashaus und Österreichischer Naturheilbund. Das ist jetzt mein letzter Interviewpartner, der Dirk Jagenteufel, den ich euch hier vorstellen möchte. Und er ist deswegen last but not least, weil er war heute in seiner Diagnostikarbeit der begehrteste Mann im ganzen Haus. Und ich glaube, wir sind hier, was darf man sagen, 25 Patienten haben sich heute schon von dir untersuchen lassen. Das war ein überwältigendes Erlebnis und jetzt, mir ist ja auch wirklich wichtig, ich darf jetzt gleich mal erwähnen, Dirk wird uns die Ehre geben, dass er in den wissenschaftlichen Beirat vom Naturheilbund Österreich beitritt und uns mit seinem Fachwissen hier wirklich maßgeblich unterstützt. Mhm. Dirk, du kommst ja aus einer Arztfamilie und dein Spezialgebiet ist die Dunkelfeldmikroskopie. Mhm. Erzählst du vielleicht einmal unseren Zuschauern, wie sich das in deinem Leben entwickelt hat? Ja, also dazu bin ich gekommen, weil ich habe mit 12 Jahren habe ich selber eine schwere Bluterkrankung gehabt, ich habe eine plastische Anämie gehabt. Mhm. Und mir hat das Blut eigentlich schon immer interessiert und vor allem, weil das Blut doch im ganzen Körper fließt und weil es viel zubringt, viel wegtransportiert und auch viel aufbaut im Körper. Und das war eigentlich immer schon interessant für mich und wollte da mehr wissen, habe dann die Ausbildung zur Dunkelfeldmikroskopie, zur Vitalblutanalyse gemacht und ich muss sagen, ich bin immer. Es gibt immer was Neues, was man drinnen sieht und es ist sehr spannend, muss ich sagen. Also das ist der Spiegel vom richtigen Leben, ne? Ja. Genau. Um das aber etwas näher zu bringen, wir wollen einmal hier den Schwenk machen auf dein Mikroskop, dass die Menschen ein bisschen sehen, wie du arbeitest. So sitzt also dann Dirk hier und untersucht das Vitalblut. Ne? Genau. Was passiert denn da mit dem Patienten? Also ich nehme einen Blutstropfen ab, das passiert so in dem Sinn wie bei einem Zuckermessen. Mhm. Wir brauchen nur einen kleinen Blutstropfen, der dann auf einen Objektträger gelegt wird. Mhm. Ein Objektdeckglas wird drüber gegeben und der Blutstropfen verteilt sich auf den ganzen Objektträger, indem das Blut dann ganz flach wird, dass es wirklich sich gut aufteilt, dass man das Blutplasma bzw. das Blut besser anschauen kann. Also für Laien, die das noch nicht wissen, wir untersuchen hier wirklich das lebende Blut und das ist etwas, was in der Schulmedizin, glaube ich, nicht so angewendet wird oder anders, genau. Ja? Kann man das sagen? In Schulmedizin wird das Blut wird von mehreren tausend Menschen das Blut hergenommen, da wird eine Statistik dann ausgewertet, wie viele Blutblättchen, wie viele Leukozyten, Erythrozyten, Granulozyten drinnen sind und die werden ausgezählt. Und bei mir wird das durch die Vitalblutanalyse wird das Lebendblut hergenommen. Mhm. Im Lebendblut kann man dann feststellen, es lebt wirklich noch, also indem man auch sieht, dass auch die Leukozyten, also die Abwehrkräfte, die bewegen sich dann richtig drin und man kann schauen, was sie tun, wie vital sie einfach sind auch. Mhm. Gell? Dann und du kannst aber den Menschen dann auch, da du ja ausgebildet bist, auch Lösungsvorschläge an die Hand geben, was sie dann kurzfristig umsetzen könnten in der genau. Praxis? Genau. Man kann sagen, also mit der Vitalblutanalyse kann man feststellen, was für Schwachpunkte im Körper sind, wie das Knochenmark arbeitet, wie die Zellen entwickelt werden, ob irgendwelche Organschwächen auch da sind. Das passiert eigentlich alles durch chemische Prozesse auch im Blut. Und du hast ja eine Praxis in Maria Rhein. Mhm. Wo können dich die Menschen denn außer bei uns jetzt dann noch wo kennenlernen? Ich bin in der Praxis in Maria Rhein, 20 Jahre schon. Mhm. Die Adresse ist Kleiberweg 5 in Maria Rhein. Mhm. Mein Name ist Dirk Jagenteufel. So, dann danke ich dir jetzt einmal für das Gespräch, Dirk. Und danke auch. Ja, es war ein wunderbarer Tag, das wir hier heute verbracht haben. Mir hat es auch sehr gefreut. Ja. Und was immer das für uns beide das Wichtigste ist, den Menschen hat es gefallen. Ja. Das hat's ja, sehr. Also ich hoffe, wir werden noch viele solche spannende Tage mit Dirk erleben und wer seinen Rat sucht, bitte, hier ist er jetzt. Danke. Danke.